Die Rente mit 63 erfreut sich weiter extremer Beliebtheit. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir berichten ja nicht nur Fachliches zum Thema Rente, sondern auch über allgemeine Hintergründe. Das haben Sie wahrscheinlich schon auf unserem YouTube-Kanal mitbekommen. Und die Rente mit 63, entweder in der Variante als abschlagsfreie Rente oder in der Variante als Rente mit Abschlägen, erfreut sich nach den neuesten aktuellen Zahlen der deutschen Rentenversicherung extremer Beliebtheit. Und die Antragszahlen zeigen es. Im Jahr 2019 waren es über 253.000 Menschen, die die abschlagsfreie Variante der Rente mit 63 in Anspruch genommen haben. Die größere Zahl von diesen Versicherten waren die Männer mit ca. 137.000 bewilligten Altersrenten. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte, das ist also die Variante mit 45 Jahren und 63 plus Kalendermonate Lebensalter, nimmt Platz 2 hinter der Regelaltersrente ein. Die Regelaltersrente war und ist in Deutschland die meist beantragte Altersrente. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich brauche dafür wirklich nur 5 Jahre Beitragszeiten für die Regelaltersrente. Hat man auch schon mal ein Video gedreht. Vor allen Dingen viele Hausfrauen oder Leute, die im Ausland gelebt haben, die greifen gerne auf die Regelaltersrente zu oder können es gar nicht anders, weil ihnen einfach Wartezeiten fehlen für eine vorgezogene Altersrente. Eines ist bei der Altersrente für besonders langjährig Versicherte klar. Sie ist und bleibt eine klassische Arbeiterinnenrente. Die meisten Rentnerinnen und Rentner dieser Rentenart haben keinen Hoch- oder Fachschulabschluss, sondern waren wie immer arbeiten oder wie man es im Ruhrgebiet gerne sagt, ein Leben lang Malochen. Für Akademiker, die im Versicherungsverlauf Hoch- oder Fachschulzeiten stehen haben, bleibt diese Variante der abschlagsfreien Altersrente meist verschlossen, weil sie einfach die Wartezeit 45 Jahre nicht erreichen. Das ist ganz klar. Diese Versicherten verdienen zwar dann meist später mehr Geld als der, sagen wir mal, normale Arbeiter oder die normale Arbeiterin, aber sie müssen dann eben mit erheblichen Abschlägen, wenn sie mit 63 in Rente gehen wollen, rechnen. Und deswegen, liebe Studentinnen und Studenten, hört auf euren Rentenberater Peter Knöppel. Macht neben dem Studium einen Minijob, und zwar einen versicherungspflichtigen. Denn jeder Monat Minijob, versicherungspflichtig, bringt euch Wartezeit für die 45 Jahre. Näheres zu diesem Thema und zum Thema Rentenplanung finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.